Herzlich willkommen zu meinem achten Video zur Reihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Wir betrachten wieder Kara in seiner Welt. Hier ist Kara, dann der entsprechende Baumstumpf und hier der Fliegenpilz. Und Kara soll um den Baumstumpf herumlaufen und soll dann letztlich hier beim Fliegenpilz dann zum Stehen kommen. Besonders ist hier, dass man hier Elemente aus dem Bereich der Steuerung, der Boolschen Ausdrücke verwenden soll und man soll eine eigene Prozedur mit der Bezeichnung IfTreeFront selber erzeugen. Die Lösung, das fertige Programm, wirkt sich dann hier so aus. Kara wird hier dann loslaufen, geht um den Baumstumpf herum und bewegt sich dann, bis er dann hier ankommt beim Fliegenpilz. Ich setze Kara jetzt hier zurück und wir schauen uns jetzt hier die Lösung an. Wir haben hier die Main-Prozedur, bei der normalerweise alles abgearbeitet wird, und hier habe ich eine neue Prozedur erzeugt, hier im Bereich der Anweisung eine neue Prozedur. Das Ganze läuft dann eben so, dass ich hier die Weilschleife habe und solange er eben noch nicht vor einem Fliegenbild steht, das ist dieses Not Mushroom Front, arbeitet er eben weiter und ruft hier immer wieder hier diese Prozedur auf IfTreeFront. Schauen wir uns an, was ich hier ausgelagert habe. IfTreeFront, also wenn er dann hier vor diesem Baumstumpf steht, soll er hier dann eben sich, wenn er dann hier steht, soll sich nach links drehen, einen Schritt gehen und so weiter. Und dieses IfTreeFront wird dann eben immer wieder dann überprüft, ob er eben vom Baumstumpf dann macht oder das Ganze dann. Das wird dann abgearbeitet und zum Schluss landet er eben dann hier beim Fliegenpilz. Besonders dieses Programms ist, wie gesagt, dass wir hier etwas ausgelagert haben, eine neue Prozedur kreiert haben. Und die heißt eben dann wie in der Aufgabenstellung gefordert IfTreeFront. Und da ist dieser Code dann gewissermaßen ausgelagert worden und der wird dann immer wieder aufgerufen, wenn dann hier diese neue Prozedur dann aufgerufen wird.